Hier haben wir den Puma 1 Protect und das ist ein Farbupdate zu dem Herbst-Winter 18 Modell. Wie man sieht, der ganze Handschuh ist als Basismodell, als Basismaterial dieses Neopren. Gibt eben sehr viel Stabilität und Robustheit für den Handschuh. Wir haben den Handschuh hier wieder mit dem Zipper ausgestattet, damit man eben an die Stäbchen rankommt. Und wie man sieht, ist der Zipperpuller hier von diesem Riegel verdeckt, damit da auch keine Probleme entstehen, dass man keine Verletzungen riskiert. Dann haben wir wieder hier in der Mittelsektion haben wir Silikon, Punchingzone, auch wieder dieses geriffelte Silikon, dass sich das schön diesen Finger anpasst in Bewegung der Hand und beim Fausten eben eine verbesserte Flugweite bietet. Handoberfläche von den Fingern ist aus Latex für den Komfort und Weichheit. Und dann haben wir am Daumen, der ist auch ein bisschen enger geschnitten, wie man sieht, haben wir auch wieder den Wrap von oben und von unten für die vergrößerte Fangfläche und für den Komfort. Aber jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Teil von dem Handschuh, eben diese Protektionsschienen. Wie man sieht, hier kann man den Reißverschluss leicht öffnen. Dann kann man hier sich die Schienen herausnehmen. Die sind mit einem Klettverschluss befestigt, damit sie sich nicht bewegen. Und dann haben wir eben hier unser Flex-Tech-Stäbchen. Wie man sieht, super beweglich in die Richtung. Und bei 180 Grad blockieren sie eben. Und der Vorteil, erkläre ich auch nochmal, wenn er eben auf dem Finger drauf sitzt, sind die Gelenke frei. Das heißt, wenn man den Ball faustet, hat man hier keine Druckpunkte. Und dadurch verringert sich natürlich auch der Schmerz. Beim Daumen haben wir eben, weil sich das um ein spezielles Gelenk handelt, das sich in allen Richtungen bewegt, haben wir eben dieses Stäbchen. Auch hier sieht man auf der Oberhand, auf der Oberseite des Daumens geht es in zwei Richtungen und dadurch kann es halt optimal hier die Überstreckung des Daumens verhindern. Auf der Innenhand haben wir wieder unseren 4 mm Ultimate Grip, wieder in Schwarz gefärbt, funktioniert in allen Wetterbedingungen, super Grip, super weich und ist wie gesagt von vielen Profis verwendet. Dann haben wir hier wieder kein Bündchen, sondern das Neopren geht ganz bis zum Schluss und hier haben wir wieder diese Einstiegshilfe. Wenn man eben in den Handschuh reingeht, hat man einen super engen und komfortablen Sitz. Super zu. Und dann hat man den perfekten Protektionshandschuh. Das ist der Puma One 1 Protect.